Warum nennst du dich eine grüne Linke? Ja, weil ich eine grüne Linke bin. Also aufgrund meiner gesamten Lebensgeschichte und Entwicklung, jetzt auch mit dem Bauernhof meiner Tante zum Beispiel. Also von klein auf bin ich im Prinzip damit aufgewachsen, dass die Tiere einfach ihrer Art gerecht gehalten werden. Und dazu zählt natürlich auch, dass man das in einen weiteren Kontext setzt. Klimaschutz ist genauso wichtig wie Frieden, weil letztendlich dürfen wir einfach nicht länger an dem Ast sägen, auf dem wir alle sitzen. Wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Grün hat, glaube ich, viel mit den jungen Leuten von Fridays for Future zu tun, die es wirklich geschafft haben, das Thema Umwelt und Klima in den Mittelpunkt zu rücken. Und da bin ich unwahrscheinlich stolz auf unsere jungen Leute, die sich trauen, den Mund aufzumachen, die sich trotz, dass sie angemacht werden von wegen Schulschwänzer und hast du nicht gesehen, auf die Straße trauen und ihre Meinung sagen. Da gibt's eine Aggression, Hetze, Polemik und keine Diskussion um auf die Straße. Das fand ich auch hier. Ich bin Mitglied der Linkspartei, weil ich von Herzen Antifaschistin bin. Und die Linkspartei ist einfach die einzige Partei, die genau diese beiden Sachen wirklich propagiert, die sich nicht an Kriegseinsätzen beteiligt, nicht Rüstungswucher zustimmt. Und deswegen bin ich in die Linkspartei eingetreten und habe dort meine politische Heimat gefunden. Was bedeutet es für mich, konkret links zu sein? Also ich glaube, die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Das bedeutet für mich, genau diese Dinge miteinander zu vereinen. Also zu vereinen, dass man für den Frieden eintritt, zu vereinen, dass man gegen Faschismus und Rassismus eintritt, zu vereinen, dass man gegen die Macht des Kapitalismus eintritt, der weltweit eigentlich Lebensräume zerstört, Wirtschaften kaputt macht. Ja, man kann eigentlich nur sagen, Sozialismus in jedem Feld, was es eigentlich so gibt. Meine Zielgruppe ist definitiv der, sage ich jetzt mal, der einfache, in Anführungsstrichen, Mensch. Also jetzt nicht der Großkapitalist, selbstverständlich nicht. Ne, und der industrielle Landwirt auch nicht, sondern meine Zielgruppe ist die Durchschnittsbevölkerung, wie auch immer, sowohl die im armen Spektrum als auch im mittleren Spektrum. Und vor allen Dingen ist meine Zielgruppe ganz klar auch die Natur, die Umwelt und die Tiere, die auf unserer Erde leben. Ich bin Isabel Czok-Alm, 46 Jahre alt. Mutter zweier Kinder und lebe hier in Klosterfelde auf unserem Bauernhof.